Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Risen. Hallo Wache. Wir gehen jetzt zu Carlos. Was ist? Der Don will seine Stadt wiederhaben. Verschwinde, Bandit! Dass dir das mal nicht leid tun wird, hoff das mal. Denn bald ist das hier nicht mehr die Stadt der Inquisition. Jetzt ist nicht die Zeit zu reden. Hey, Carlos! Deine Aufgaben hier in der Stadt sind erledigt. Was redest du da? Wer hat dich geschickt? Don Esteban? Ganz recht. Er will, dass du deinen Posten räumst. Warum sollte ich tun, was dein Verbrecherboss mir befiehlt? Es gibt keinen Grund mehr für euch Ordenskrieger hier in der Hafenstadt zu bleiben. Die Kristallscheiben sind gefunden und das goldene Tor in der Vulkanfestung ist geöffnet. Ich sehe, ich werde an anderer Stelle gebraucht. Also gut, meine Männer und ich werden weichen. Ich werde es sofort veranlassen. Warte hier. Was? Ich wollte dir aufs Maul hauen. Ey. So, meine Männer sind abgezogen. Ich hoffe, ihr seid jetzt zufrieden. Und jetzt geh. Ich habe Vorbereitungen zu treffen. Mendoza ist noch unten im großen Tempel. Was habt ihr dort gefunden? Einen Titan des Feuers. Was? Erzähl mir alles. Es ist jetzt nicht die Zeit für lange Erklärungen. Dann sag mir nur, was mit Mendoza ist. Er ist unten im Tempel und befreit den Titan. Ich muss ihn aufhalten, sonst wird er die ganze Insel zerstören. Alles klar. Was? Du bist jetzt... Du scheinst jetzt gegen Mendoza? Wie stehst du jetzt zu Mendoza? Mendoza und ich haben viele Schlachten geschlagen und ich war stets ein treuer Gefolgsmann. Doch seit er dieses Okular hat, hat er sich verändert. Er grübelt und viele seiner Befehle geben keinen Sinn. So weit wie im Tempel ist er aber noch nie gegangen. Der Mendoza, dem ich Gefolgschaft schwor, hätte anders gehandelt. Dann musst du handeln und mir helfen. Du musst handeln. Ich vertraue dir. Obwohl du zu den Banditen des Don gehörst, hast du stets Loyalität zu deiner Sache bewiesen. Wenn du mir dein Wort gibst, zum Wohle der Insel zu handeln, werde ich dir glauben. Ich gebe dir mein Wort. Wie kannst du mir helfen? Ich werde dir ein paar Spruchrollen geben, die dich bei deinem Kampf unterstützen. Was? Wieso helft ihr mir jetzt alle? Das ist doch total... Schnell zum Don. Ich brauche wieder einen Arschloch, mit dem ich reden kann. Naja, ein Arschloch ist er nicht. Er ist eher so... Er ist ein bisschen rauer. Don! Don Esteban! Ich habe dir deine Stadt zurückgeholt. Hallo Jäger. Hallo Schurke. Ups, automatische Speichern. Hallo Beppo. Es ist ungerecht. Ich hatte gehofft, dass der Don mich in die Hafenstadt mitnimmt. Tja, er hielt dich wohl nicht für wichtig genug. Soll dir doch deine Schadenfreude im Halse stecken bleiben. Geh weg. Ich will allein sein. Oh, leave Beppo alone. Lass dich nicht umhauen. Hallo. Fincher? Nee. Wo ist Fincher? Da. Ah, da bist du ja. Ich grüße dich. Gute Arbeit. Ich wusste, du würdest es schaffen, Carlos in den Arsch zu treten. Wie ist die Lage? Hervorragend. Esteban ist in die Hafenstadt zurückgekehrt und ich bewache hier das Gold bis zur endgültigen Aufgabe dieses Stützpunktes. Das Einzige, was uns hier ab und zu noch zu schaffen macht, sind diese elenden Echsen aus den Tempelruinen. Aber bisher sind wir mit ihnen immer noch fertig geworden. Ich mache mir da keine großen Sorgen. Vorausgesetzt, es wird nicht noch schlimmer, versteht sich. Okay, Esteban habe ich jetzt irgendwie verpasst, aber ich habe mich auch teleportiert. Ich brauche bessere Ausrüstung. Nimm dir deinen Anteil von unserem Goldhaufen dort drüben. Du hast es dir verdient. Es sind auch einige wirklich interessante Stücke dabei. Das eine oder andere davon wird dir sicherlich weiterhelfen. Was? Ich kann mir einfach vom Haufen nehmen, was ich will? Okay. Wenn wir das Übel aus dem Vulkantempel nicht stoppen, dann wird es schlimmer. Ich bin mir sicher, dass du das schon hinkriegst. Wie kommst du darauf? Das kann ich dir nicht erklären. Es gibt Leute, die sind dazu ausersehen, Großes zu vollbringen. Du bist so jemand. Das wusste ich schon, als ich dich das erste Mal sah. Wenn du uns unsere Insel nicht rettest, dann wird es niemand tun. Okay, ich werde mein Bestes geben. Esteban ist in der Hafenstadt? Ja, richtig. Ich schätze, er wird sich dort sein altes Haus wiedernehmen. Du solltest bei ihm vorbeischauen. Er hat etwas für dich, was dir gefallen wird. Da bin ich mir sicher. Okay, da haben wir uns vielleicht gar nicht verpasst. Vielleicht habe ich nur an falscher Stelle geguckt. Ich dachte, er würde dahin gehen, wo halt Carlos ist. Du, ich darf mir hier nehmen, was ich will. Also was Spannendes habe ich jetzt noch nicht gefunden. Hier liegt halt Gold rum.
Aber das war ja zu erwarten. Es ist ein riesiger Goldhaufen. Finde ich aber cool, dass ich mich hier jetzt bedienen darf. Aber was er damit für coole Stücke meinte, vielleicht sind die da drunter begraben und unser Held ist einfach zu faul zum Suchen. Was willst du? Was willst du? Du willst doch geschlagen werden! Du hast angefangen. Ich mach dich jetzt fertig, du Wächter. So, du Arschloch. Ich lass dich mal im Leben. Ich bediene mich hier an dem, was ich will, ja? Der Don, der hat Besseres zu tun. Und da brauche ich mir keine Erlaubnishüllen, mich seiner Schätze zu bereichern. Der wird mir das eh gestatten. Ich bin des Dons Liebling. Könnte man sagen. Na, ich dachte gerade, es gehört ja derselben Person. Vielleicht hat er auch überall denselben Code. Nein, Entschuldigung. Ja, ich sehe jetzt viel Gold und sowas, aber wie viel habe ich denn eigentlich? 23.000. Aber nichts besonders Interessantes. Nee, scheint tatsächlich nur Schätze zu sein, die der Don hier gehortet hat. Dann auf zum Don in die Hafenstadt, denn er hat was Interessantes für uns, meinte Fincher. Aber Fincher meinte auch, auf dem Goldhaufen liegen interessante Dinge. Naja, ist hier jetzt echt niemand mehr? Doch, da oben ist noch Carlos. Dann ist der Don wohl wirklich mit seinem Haus zufrieden und die Männer kommen später nach. Und mal sehen, wer denn da oben bei Carlos einzieht. Da ist der Don. Hallöchen. Du hast es endlich geschafft. Die Stadt ist nun wieder in meiner Hand. Jetzt endlich kann ich wieder in mein Haus und die Geschäfte der Hafenstadt übernehmen. Das war eine große Leistung. Du bist wahrlich mein bester Mann. Darum mache ich dich nun zum Hauptmann meiner Bande. Möge dir deine neue Stellung Kraft geben für die schwierigen Aufgaben, die im Vulkantempel auf dich warten. Wenn du versagst, wird diese Insel bald nicht mehr sein. Und all unsere Bemühungen waren völlig umsonst. Wir alle zählen auf dich, Hauptmann. Yay, ich bin ein Hauptmann und wir können die Don stehlen. Was hast du eigentlich mit dem Goldberg vor? Das willst du wissen, wie? Tja, ich habe verschiedene Pläne. Aber es ist zu viel. Ich kann mich nicht entscheiden. Erstmal muss die Inquisition wieder die Insel verlassen. Der hat so viel Zeug durch die ganzen Quests von uns bekommen. Jetzt habe ich mir einfach mal Oscars Meisterwerk geschnappt. Ich brauche eine bessere Rüstung. Des Hauptmanns für 5000 Gold. Gib mir die Rüstung eines Hauptmanns. Ja, hier hast du sie. Yay. Mal sehen, wie die aussehen wird. Besser sein wird sie auf jeden Fall. Das weiß ich ja jetzt schon. Danke. Trage nicht sie schlecht. Mit Stolz. Du bist jetzt mein bester Mann. Nicht schlecht. Wie sieht sie so alt? Echt nicht schlecht. Oscar, bis Walter. Endlich bekomme ich ab und zu mal eine Mütze voll Schlaf. Diese ständigen Reibereien in der Stadt haben auch endlich aufgehört. Bitte. Was gibt's? Und Alvaro? Ich wette, du steckst dahinter, dass der Don wieder da ist, hä? Puh! Was will man von so einem Verbrecher wie dir auch anderes erwarten? Ja, er ist angepisst. Immerhin macht er jetzt weniger Gold, weil die Aufträge weg sind. Oh, soll der Kleine halt rumheulen. Wir verkaufen jetzt erstmal das Titanenschwert und Oscars Meister... das ist nicht verkäuflich. Gut, dann tun wir das gleich in eine Truhe, in unsere Truhe, wo all unser unverkäufliches Zeug drin ist. Find's lustig, dass ich mir da im Laufe der Zeit echt eine Truhe gesucht habe für...
Hier, direkt aus der Stons Sammlung. Hier, die Staubhaufen kann ich ja dann auch noch weglegen. Wir haben eine neue Rüstung. Das ist geil. Ich will mich jetzt mal bei den Leuten erkundigen, wie das so ankommt. Endlich sind diese eingebildeten Ordenskrieger weg. Hoffentlich bleiben sie das auch. Alchemie möchte ich immer noch nicht erlernen. Hallo. Ich muss mich wohl mit euch Banditen gutstellen, jetzt wo Esteban wieder da ist. Also, kauf deine Tränke und lass das dämliche Grinsen. Ich brauche Tränke. Joa, ich habe so viel Gold, dass ich gerade denke, hey, warum eigentlich nicht? Wie viel kosten alle? Das ist ja nix. Ja, komm, den hole ich mir auch noch, damit ich 10 davon habe. Dies ist nothing, dies ist lächerlich. Ja. Sonst noch was? Moment, ja, der bringt nicht so viel, der bringt ja nur 50 immer. Ich kaufe mir jetzt auch mal die Tränke, habe ich gerade entschieden. Es bringt ja nichts, Gold zu horten. Habe ich dir irgendwas mal gegeben? Nö. Aber ich habe doch noch, genau, ein Stahlrolling. Habe ich gerade eben gesehen. Dum-dum-dum. Nein, ich kann dir da wohl nichts klauen. Ja, ich möchte mich jetzt mit den Leuten hier unterhalten. Einfach mal, weil es mich interessiert, wie die Leute das hier alles auffassen. Gute Arbeit, Hauptmann. Wurde auch Zeit, dass Esteban endlich wieder nach Hause kommt. Ich will ein... Ach, du bringst mir nichts Lustiges bei oder so. Das ist nicht mal Esteban. Wer bist du? Du bist... Ah, Skordo. Gut gemacht, Kamerad. Ich war Sonjas stinkenden Lagerraum echt leid. Jetzt können wir endlich wieder unseren Geschäften auf der Straße nachgehen. Du hast keinerlei Tränke. Okay. Ich grüße dich, Hauptmann. Hehehe. Das ist cool, dass ich jetzt so einen neuen Titel erlangt habe. Dass sie mir nicht einfach nur eine neue Rüstung gegeben haben. Ich meine, neue Rüstung, irgendwie so eine Belohnung war schon klar. Hauptmann? Aber so einen richtig neuen Titel, das fühlt sich gerade echt gut an. Wir sprechen uns noch. Du weißt, dass hier hinten ein geheimer Raum ist und so? Also, den habe ich mal gefunden. Okay, gut. Du weißt Bescheid. Ich habe übrigens auch deine Sammlung mit den komischen, nicht ganz jugendfreien Videos, Don. Ach, nein, stimmt, das ist Risen. Da gibt's gar keine Videos. Es ist schön, endlich wieder hier zu sein. Vielen Dank. Du bist ein Schatz. Hier, nimm. Das wirst du sicher gut gebrauchen können. 250 Gold und 100 Erfahrung. Sage ich nicht nein zu. Ich habe übrigens den Soundtrack von Risen, also auf CD. Hehehe. Ich habe die Collector's Edition. Ja, das war's hier mit euch. Dann möchte ich hier nochmal alle fragen, weil es ist wirklich interessant, finde ich. Gut, dass diese weißen Schweine endlich weg sind. Im Namen von Recht und Ordnung, dass ich nicht lache. Sie haben uns doch nur ausgebeutet. Einfach mal dieses Resümee zu den vorherigen Herrschern und den jetzigen Herrschern finde ich echt spannend. Tut mir leid, falls euch das langweilt. Wenn du was kaufen willst, dann mach schnell und geh bitte wieder. Ich will mit euch Banditen und eurem neuen Stadtherrn so wenig wie möglich zu tun haben. Ah, das sind doch voll die Vorurteile. Ja, du hast nur so blöde Tränke. Habe ich eigentlich Mana-Tränke? Ja, kannst du haben. Die brauche ich kein Stück. Na, 20 und 30. Die ziehe ich mir gleich auch nochmal in die Leiste. Die bringen 15. Na, behalte ich. Komm, einfach, warum nicht? Das sind auch Heiltränke. Ich habe genug Gold. Who gives a fuck? 12.000. Naja, gut, hat sich ein bisschen vermindert. Aber ich habe gerade auch eben auch vom Alchemisten direkt alles gekauft, was er quasi hatte an Tränken. Da kann man schon erwarten, dass das ins Geld geht. Gibt's was Wichtiges? Schmiedeknechte! Ich kann jetzt nicht. Wieso müsst ihr eigentlich weiterarbeiten, wo ihr doch eigentlich nur dafür sorgen solltet, dass, Walter nicht so ausgelastet ist? Ach, macht keinen Sinn, ist auch egal. Vielleicht hat euch der Job ja so angefixt oder ist die Bezahlung vielleicht gut genug? Keine Ahnung. Ich habe schon unter so vielen Regimes gelebt, mein Junge. Die Herrschaft des Don wird auch nicht länger dauern als die meisten anderen.
Was ist das? Schwarze Perle. Naja. Ich habe deine Truhe übrigens nie aufbekommen, weißt du das eigentlich, Jack? Weißt du, dass mich das immer gewurmt hat, wenn ich bei dir vorbeigegangen bin? Ich glaube, ich habe seine Truhe nie aufbekommen. Die brauchte doch einen Schlüssel, oder? Hä? Es gab doch eine Jacks Truhe. Okay, ich bin total verwirrt jetzt. Hä? Ja, das nicht. Das ist eine einfache Truhe. War die hier? Ohne den richtigen Schlüssel wird das nichts. Ich will einfach nur mal gucken, was passiert, wenn ich... Jack hat den Schlüssel nicht mal dabei. Also... Ich will ja nicht sagen, dass es dann... nutzlos ist, ihn irgendwie kalt zu machen, aber irgendwie schon. Es sah aber lustig aus, wie er umgefallen ist. Also das hatte... Das war das Gute daran. Und weil wir in diesem Part nicht so viel machen, außer mit Leuten reden, werde ich den Part jetzt auch länger machen, habe ich gerade entschieden. Ich sehe nämlich gerade, dass er eigentlich schon vorbei wäre, aber ich will nicht zwei Parts mit Gesprächen füllen. Ja? Weil das den einen oder anderen bestimmt nicht ganz so interessiert wie mich. Ich fühle mich hier halt sehr involviert in die Welt. Was denn? Ja, gut. Wenn ihr alle so redet, dann können wir ihn gleich auch beenden. Und? Wie läuft dein Laden? Jetzt schon viel besser. Die Weißen haben sich ja meistens nur hierher verirrt, wenn sie jemanden gesucht haben. Ihr Jungs wisst ja wenigstens, wie man sich amüsiert, Schätzchen. Krieg ich Prozente ab vom Laden? Ich meine, hallo? Ich hab den jetzt ja voll in Schwung gebracht. Reden, reden. Mir geht's gut. Immer nur reden. Und dir? Ja, du bist jetzt vielleicht ein bisschen überarbeitet, was, Olga? Naja, Sonjas Laden hier, der scheint zu florieren, auch wenn ich davon nichts gesehen habe, aber sie sagt es ja bestimmt nicht umsonst. Ich hab auch noch anderes. Gibt es was Besonderes? Ja, die ganze Stadt wurde übernommen, dank mir, vom Don. Du, ich hab den Kopf voll mit anderen Sachen. Natürlich hast du den Kopf voll, Baxter. Hallöchen. Die Geschäfte laufen gleich viel besser, seit der Don wieder da ist. Hoffentlich bleibt das so. Kennst du einen guten Witz? Klar. Die Kuh eines Bauern ist krank. Besorgt fragt er seinen Nachbar, was hast du denn damals deiner Kuh gegeben, als sie so krank war? Den kenne ich schon. Boah, ich hasse es. Ja, du hast sowas, aber nichts, was ich brauche. Hier hinten ist doch noch Mo. Endlich wieder frische Luft hier am Hafen. Ohne die Weißen lebt es sich gleich viel entspannter hier. Sehr schön, dass es euch allen gefällt. Im Ernst, also... Finde ich gut, dass der Don nicht ganz so negativ aufgefasst wird. Du bist ein Schiffsoffizier, du hast keinen Namen, also wahrscheinlich auch nichts zu sagen. Den Weg spare ich mir in dem Fall einfach mal. Hallo. Was denn? Patty. Carlos oder Esteban, mir ist das gleich. Wir einfachen Leute haben eh nichts davon. Ja, so funktioniert Politik. Du machst mir echt Angst, weißt du das? Ich hoffe nur, dass es was gebracht hat, die ganze Stadt auf den Kopf zu stellen. Wieso macht dir das denn Angst? Wo ist Patty? Habe ich gerade irgendwas nicht im Kopf? Hat Patty mal gesagt, sie haut ab oder so? Also Patty klar, vielleicht. Sie wollte irgendwann mal weg und so, aber... War sie hier nicht? Ach nein, stimmt, ich hatte mich dahinter gestellt, weil ich nach Patty gesucht hatte. Patty selbst war ja schon eine Weile nicht mehr hier. Gut, das war gerade mein Trugschluss. Da, du bist doch eh da, Bandit. Dir wird das sicher gefallen. Endlich haben wir hier unsere Ruhe. Verdammte Scheiße, ist das schön. Ich finde es irgendwie übrigens nicht gut, dass ihr alle nicht mehr darauf eingeht, dass ich der Hauptmann bin, dass das nur die ersten zwei gemacht haben. Ja, Ukos interessiert das nicht. Er ist irgendwie verständlich. Habe ich mit gerechnet. Finde ich gut, dass es auch so ist. Bei ihnen interessiert das echt am allerwenigsten. Wolltest du was? Ja. Ist was? Ja, da hinten... Ist da überhaupt noch wer? Ist Romanov... Ja, Romanov ist abgehauen und der habe ich getötet. Also der wird da garantiert nicht sein, aber du vielleicht. Also du wirst ja etwas zu sagen haben. Und? Wie ist das so, auf eine leere Zelle aufzupassen? Halt bloß die Schnauze! Du bist doch derjenige, der mir die Scheiße hier eingebrockt hat. Ja, ja, schon gut. Viel Spaß noch. Ha, soll ich doch der Wattwurm fressen? Hat er schon. Keine Angst. Ich mag das Schild irgendwie. Es sieht seltsam aus mit dem Riss da unten drin, aber irgendwie...
Keine Ahnung, der hat was. Und dieser Stein fällt hoffentlich jetzt nicht runter. Das wäre so gut, wenn der einfach mal irgendwann, wenn man da runter geht, so mit einer 3%igen Wahrscheinlichkeit runterfällt oder so. Und dann irgendwann fällt er einfach mal spontan da runter und dann... Keine Ahnung, ich fände das sehr lustig. Aber es wäre unfair. Ja, ihr beiden Banditen. Ich brauche gar keine Banditen, aber jetzt bin... Dietrich, aber jetzt habe ich das schon gesagt. Jetzt fühlt es sich bestimmt schlecht, wenn ich keine kaufe. Kann ich denn noch irgendwas geben? Ach Mann. Ich habe nichts. Ich habe echt nichts. Ich gehe verschwenderisch um. Ich werfe mein Geld aus dem Fenster. Endlich gehört die Stadt wieder ihrem rechtmäßigen Besitzer. Ich konnte die Weißen und ihren Strohmann-Kommandanten auch schon nicht mehr sehen. Nein, ihr könnt mir alle nichts beibringen. Ich wüsste auch nicht, was ihr mir beibringen wollt, denn ich kann alles schon. Okay, ihr habt die Weißen aus der Stadt getrieben. Das heißt aber nicht, dass ihr hier alles umsonst bekommt, klar? Wenn du mir gar nichts verkaufst, gar nichts verkaufen willst, dann sowieso nicht. Das habe ich schon kapiert. Willkommen! Ein Hoch auf unseren Befreier! Was hast du? Ja, ich glaube, der wollte einfach nur sich einschleimen. Das klang gerade nicht sehr ehrlich. Gibt's Probleme? Nee. Turbulente Zeiten sind das. Erst Carlos als neuer Kommandant der Stadt und nun wieder der Don. Ich hoffe nur, dass es nicht zu viel wird für die Menschen hier. Sie haben ohnehin schon viel durchmachen müssen. Ich habe hier eine Rune. So, so. Eine Rune? Nun, ich kann hier nicht viel damit anfangen. Es wird besser sein, du zeigst sie Meister Illumar. Habe ich gar nicht dran gedacht, dass er ja auch etwas zu sagen hat dazu, aber schön, dass irgendwie er was hat. Irgendwie wusste ich, dass der Don wiederkommen würde. War irgendwie nur eine Frage der Zeit. Also, ja, schön, dass er was zu sagen hatte. So war der Satz dann vielleicht korrekter. Ich wollte ihn nur schnell beenden, damit ich da dem Gilles nicht reinrede. Ich bin noch ein wenig skeptisch, was den Machtwechsel in der Stadt angeht. Was könnt ihr Banditen schon unternehmen, wenn der Vulkan wirklich irgendwann einmal ausbricht? Ich brauche ein paar Sachen. Und was konnte der Inquisitor dagegen? Hä? Ich verstehe diesen Gedankengang gerade nicht. Manche davon sehen sehr menschlich aus. Okay, das macht mir gerade Angst, was da steht. Ihr habt auch keine Armbrüste. Hallo? Nehmt ihr ja nichts mit. Nee, mach ich nicht. Jetzt habt ihr es endlich geschafft, euch alles hier unter den Nagel zu reißen. Was? Ich bin froh, wenn ich endlich wieder draußen in den Wäldern bin. Kann er jetzt eigentlich rausgehen? Erlaubt der Don denn das? Ich glaube schon, oder? Danke für deine Hilfe, diesen Irrsinn des Ordens in unserer schönen Stadt zu beenden. Bald kann ich endlich wieder jagen gehen. Oh, mir fällt gerade ein, wir haben noch einen im Hotel sitzen lassen und dem nie gesagt, wie er hier aus der Stadt rauskommt, oder? Nein, jetzt nicht. Hehe, gucken wir gleich mal, wie es dem ergangen ist. Habt ihr Mistkerle es endlich geschafft, wieder die Herrschaft an euch zu reißen? Von mir aus kannst du hier was trinken. Mit allem anderen will ich aber nichts mehr zu tun haben. Klar. Was? Ich will deinen Laden hier ausrauben. Hast du damit ein scheiß Problem? Hä? Ich bin der Hauptmann. Ja. Nichts zu holen. Wollte seinen Laden halt schon ewig ausrauben. Jetzt mache ich es einfach mal. Jawohl. Moment. Mord und Totschlag überall. Das wird kein gutes Ende nehmen. Du gehst mir auf die Nerven. So, ich bin jetzt voll der Mörder. Weil ich bin ja auch der Hauptmann der Banditen, da muss ich mich auch so verhalten. Ja, eigentlich mache ich das nur, weil... Naja, ich weiß, dass es ein Spiel ist. Und die gehen mir halt ein bisschen auf die Nerven. Die beiden. Ne? Sonst nicht die anderen. Nicht alle.
Nur die beiden. Eigentlich eher Josh, weil der hat mich gerade beleidigt. Obwohl ich der Hauptmann bin. Hallo. Okay, die sagen nichts aller. Hey, du Dieb. Du Mörder. Ja? Nee, die sind alle okay. Cool. Habe ich mit dir schon geredet? Ja, aber du hattest nichts zu sagen. Ich weiß. Ist Patty vielleicht mal in der Baracke aufgetaucht? Nee. Oh Mann, wo gibt's Patty? Ich will jetzt nicht mit dir reden. Mir ist jetzt nicht nach Reden. Ich will Patty sprechen. Oh Mann. Nee, ich mag Patty als Charakter echt gern. Da hast du einen Trank. Ich kaufe jetzt so viel, dass es sich vom Geld wieder mit dem deckt, was ich habe. So setze ich mir aber selbst hier bei dir ein Limit. 10, gut, das reicht nicht mal annähernd. Egal. Frag jemand anderen. Hallo. Wer war denn das nochmal, der da oben war? Gut gemacht, Hauptmann. Ohne deine Hilfe wären wir immer noch unter der Herrschaft dieser verblendeten Ordenskrieger. Oh, ich glaube, der andere ist einfach von selbst gegangen. Ich war gerade eingeschlafen. Danke, dass du uns befreit hast. Der andere hat sich einfach verpieselt, von selbst. Oder er wurde abgeschlachtet. Ist jetzt auch nicht mal mein Problem. Solange er mir nicht sagen kann, dass es meine Schuld ist. Jetzt wird alles besser, sagen sie. Aber ich verstehe die Leute nicht. Ob vom Orden oder vom Don schikaniert zu werden. Wo ist denn da der Unterschied? Also, das Schöne ist, sie sind alle irgendwie ganz schlau. Plus 5 Erfahrungen. 110 Erfahrungen kaufe ich mir. Für 110 Gold. Das wäre voll cool, wenn man all sein Gold in Erfahrungen umtauschen könnte. Das mache ich zum Ende des Partes und ich, ich mache das zwischen den Parts, glaube ich, mit den Eiern essen. Ich will erstmal noch jetzt mit den Letzten reden. Was ist los? Ach, der Gardo ist ja jetzt oben, beim Don. Ich könnte mal kurz das Fleisch noch braten. Das hat jetzt aber echt schon so ein Happy End Feeling und es ist noch nicht mal angefangen. Der letzte Kampf. Ja, der hat noch nicht jetzt mal angefangen. Krieg ich dich aber. Was habt ihr denn jetzt auf einmal? Ich meine, klar, ihr seid sauer und so. Ich hab hier zwei Kühe und so. Nicht ganz sachgemäß behandelt, aber. Ihr könnt euch jetzt auch einfach abschlachten, nicht? Wisst ihr schon. Aber ihr liegt da so süß. Nö, dann nicht. Reden mit mir wollten die eh nicht. Und du? Na, ihr alten Stadtwachenleute, ihr... Komm, lass... Sicher. So, ihr solltet doch eigentlich voll Respekt haben. Warum muss ich jetzt noch sagen, dass ich vom Inquisitor geschickt wurde? Ich meine, die Stadtwachen haben jetzt ihren Job wieder. Mehr oder weniger, solange die Inquisition nicht hier rumgeistert. Hey, hast du schon gehört? Der Don ist wieder da. Aber das wusstest du wohl schon. Naja, ich krieg hier draußen ja nicht so viel mit. Ja. Das stimmt wohl. Was ist das? Ah, da kriegen wir wieder mehr Gold von. Gut, dann werde ich jetzt erstmal noch den Goldbeutel öffnen. Da. 50, oh Gott, haben wir Gewinn gemacht. Oder war das der? Keine Ahnung. Und da hinten sehe ich einen Echsenmenschen. Ich beende hier den Part, beim nächsten Mal geht's weiter. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an der etwas längeren, aber dafür redseligeren Folge. Ich werde jetzt noch die Eier essen und dann geht's beim nächsten Mal weiter. Mit ein bisschen mehr Erfahrung. Macht's gut, euer Vogel. Tschüss.